Vor einem Jahr, da war die Welt noch in Ordnung. Also für uns nicht. Corona, Krieg, krachende Preise und Mieten, das war damals natürlich schon da. Aber für ihn war die Welt in Ordnung damals. Vor einem Jahr also, da hat der Finanzminister Magnus Brunner sein Budget präsentiert. Ganz optimistisch war er da. Und er hat uns erzählt, wir müssen uns gar keine Sorgen machen, es ist ja genug Geld da. Jedenfalls würde Österreich erstmals die Vorgabe der EU einhalten, die da sagt, dass wir uns nicht um mehr als 3% der Wirtschaftsleistung neu verschulden dürfen. Aber das Problem von Magnus Brunner, er war vor einem Jahr schon recht alleine mit seiner Einschätzung. Der Chef des Fiskalrats, Christoph Bartelt, hat schon vor Monaten im April gesagt, uiuiuiuiui, das wird sich so nicht ganz ausgehen. Brunner hat da natürlich auch sofort reagiert. Aber man muss es genau beobachten und wir nehmen die Analyse von Professor Bartelt natürlich sehr, sehr ernst. Die genaue Beobachtung war jedenfalls keine teilnehmende Beobachtung, denn außer Zuschauen ist was genau passiert? Nix. Bis zur Wahl. 4 Tage danach schickt der noch Finanzminister allen Ernstes ein korrigiertes Budget in die Runde. Upsi, Österreichs Neuverschuldung liegt heuer nicht wie erwartet bei 2,9% der Wirtschaftsleistung, sondern bei 3,3%. Für kommendes Jahr werden schon 4% Defizit prophezeit. Und diese Prognosen, die passen halt zur Stimmung. Der Wirtschaft geht's nicht gut, die Menschen verlieren gerade ihre Jobs, die Betriebe investieren nicht. Österreich steckt in der Rezession, das heißt, unsere Wirtschaft schrumpft. Wir erwirtschaften weniger als im Vorjahr. Und das tun wir bereits das 2. Jahr in Folge. Wir erleben derzeit gerade die längste Rezession seit 1945. Was machen die Menschen, wenn sie sehen, dass härtere Zeiten anstehen? Sie werden vorsichtig. Sie legen einen Notgroschen auf die Seite, versuchen möglichst viel zu sparen, quasi Vorräte anzulegen. Je mehr sie sparen, desto weniger geben sie aus und desto weniger können deshalb andere einnehmen. Dann kaufen der Papa und die Mama das neue Fahrrad für die Tochter eben nicht zum Geburtstag. Dieser Umsatz fehlt dem Fahrradhändler. Der kann sich Auswärtsessen nicht mehr leisten, das fehlt dem Wirt. Der lässt seinen Gastraum nicht renovieren, der Auftrag fehlt dann dem Tischler. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und das in ganz Österreich. Und dann gilt das bekannte Sprichwort, geht den Leuten der Reis, dann geht der Wirtschaft der Reis. Bitte merkt euch das einmal! Die Unternehmen investieren in wirtschaftlich schwierigen Zeiten lieber nicht in die neue Maschine, lassen ihren Schauraum nicht renovieren, bauen die neue Abteilung lieber nicht auf. Aber wenn alle auf die Bremse steigen, dann fährt die gesamte Wirtschaft im Land das Tempo runter und wird langsamer. Langsamer und langsamer. Bleibt eigentlich nur noch einer, der in so einer Situation noch Geld auf den Tisch knallen kann. Na, nicht der. Doch kein Dosen-Batman, nein, nein, der Staat natürlich. Die Zauberformel heißt expansive Budgetpolitik. Wenn die Wirtschaft schwächelt, dann kann der Staat Geld in die Hand nehmen und selbst investieren. Er liefert quasi die Starthilfe, damit der Motor wieder in Gang kommt, der von der ganzen Bremserei abgewürgt worden ist. Tut er es nicht, wird es richtig teuer für ihn. Denn solange die Wirtschaft sich kaum rührt, solange machen die Unternehmen weniger Gewinne und zahlen damit auch weniger Steuern. Die Betriebe müssen ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entlassen. Dem Staat, also der Gemeinschaft, uns allen also, rinnt auf allen Seiten das Geld davon. Es fehlen die Konzernsteuern, die Lohnsteuern, die Beiträge zur Sozialversicherung. Und wir geben mehr aus für Arbeitslose, Beihilfen und Mindestsicherung. Also ist es für den Staat tatsächlich klüger, aktiv Geld in die Hand zu nehmen und es zu investieren und so auf lange Sicht viel billiger auszusteigen. Und das Beste daran, das kann man so machen, dass es gleich doppelt hilft. Nämlich der Wirtschaft im Allgemeinen und den Leuten direkt. Wohnungen bauen, senkt die Mieten wieder, die gerade explodiert sind. Öffis bauen, hilft den Pendlerinnen und Pendlern und dem Klima. Mehr Kinderbetreuung, hilft den Familien und den Firmen, die Leute suchen. Was hingegen nicht hilft in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, ist sparen. Zum Beschleunigen auf die Bremse drücken, das hat irgendwie noch nie funktioniert. Es ist fast unmöglich, Staatsschulden runterzubringen, während die Wirtschaft abschmiert. Der Internationale Währungsfonds hat das auch genau analysiert. Die meisten Länder, die probiert haben, mit Sparpaketen die Wirtschaft wieder anzuwerfen, hatten am Ende gleich hohe oder sogar höhere Staatsschulden als vorher. Übrigens, Schulden sind eben nicht gleich Schulden. Schulden sind nicht immer automatisch schlecht. Das gilt für die Familie, die mit dem Kredit ihr Einfamilienhaus baut. Definitiv keine bösen Schulden, wenn, naja, du sie nicht ausgerechnet variabel verzinst genommen hast. So ein Kredit für die Wohnung, fürs Haus ist jedenfalls viel gescheiter, als jahrzehntelang zu sparen und sich erst dann das Haus zu kaufen und nichts mehr davon zu haben, denn die Kinder sind ja längst ausgezogen. Es kommt also immer darauf an, was man mit dem Geld macht, das man sich ausborgt. Und für Unternehmen gilt dasselbe. Wenn sie zum Beispiel neue Maschinen anschaffen, um so ihren Umsatz und mittelfristig auch künftige Gewinne steigern zu können. Kein Unternehmer käme auf die Idee, große Investitionen nicht mit einem Kredit zu finanzieren. Familien tun es, Firmen tun es und der Staat?
Naja, der sollte es auch tun. So wie die Familie ohne Schulden kein schönes Haus hat. So hat der Staat ohne Kredite keine Schulden, kein Schienennetz, keine Spitäler. Und trotzdem hören wir immer mal wieder, Schulden sind das Unsozialste, was ein Staat tun kann. Na, das ist Blödsinn. Wenn wir heute Schulden machen für Schienen, Schulen und Spitäler, dann haben ja auch künftige Generationen eine Menge davon. Ganz zu schweigen davon, was diese künftigen Generationen davon haben, wenn wir jetzt Geld in die Bekämpfung der Klimakrise stecken. Ob Familie, Firma oder Staatshaushalt, es gilt die simple Regel, solange wir mit den Krediten Werte schaffen, vererben wir unseren Kindern nicht nur einen Teil der Kredite, sondern auch das gesamte damit erbaute öffentliche Vermögen. So, und wie ist das jetzt mit dem Sparen? Das kann der Staat immer noch tun, wenn unsere Investitionen in die Zukunft dafür gesorgt haben, dass die Wirtschaft wieder ins Laufen kommt und dass deshalb die Arbeitslosigkeit sinkt. Und dann kann und muss der Staat auch sparen, und zwar ernsthaft. Und ernsthaft heißt in diesem Fall gerecht. Sonst tritt man beim Versuch, die Zahlen in Ordnung zu bringen, erst recht wieder auf die Bremse. Ernsthaft heißt in dem Fall auch, auf die Einnahmen schauen und auf die Ausgaben. Oder wie es der Fiskalratschef sagt: Ihr müsst die Einnahmen und die Ausgaben zusammen sehen. Und was sehen wir da? Dass Österreich im internationalen Vergleich eine viel zu hohe Belastung des Faktors Arbeit hat und eine relativ geringe Besteuerung von Vermögen. Erste Ideen, wo wir den Sparstift ansetzen können, werden ja schon ganz laut diskutiert. Aber in welche Richtung geht das? Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts fordert zum Beispiel schon, dass wir den Klimabonus streichen sollen. Ich glaube, was wir ganz schnell brauchen, ist natürlich ein Plan, wie man umgeht mit dem viel zu hohen Budgetdefizit. Und dazu brauchen wir harte Einschnitte. Man wird sich überlegen müssen, ob zum Beispiel der Klimabonus tatsächlich sinnvoll ist. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, den Klimabonus, den bekommen tatsächlich auch Leute, die ihn wirklich nicht brauchen. Aber wenn man aus der Vogelperspektive draufschaut und das große Ganze sieht, dann wirkt der Klimabonus eigentlich gut. Er hilft Haushalten mit wenig Geld viel stärker als den reichen Haushalten, weil ja auch Reiche viel mehr CO2-Steuer zahlen als ärmere Haushalte. Sie haben zum Beispiel mehr Autos und viel größere oder größere Häuser und heizen viel mehr. Sie zahlen deshalb mehr CO2-Steuer, als sie über den Klimabonus wieder zurückbekommen. Bei den armen Haushalten ist es umgekehrt. Prädikat: verteilungspolitisch besonders wertvoll. Das sagen übrigens auch die Analysen des Fiskalrats. Und das ist das Erste, was ihnen dann einfällt, um es zu streichen. Ausgerechnet eine der wenigen Maßnahmen, die unten mehr helfen als oben. Da wird uns doch noch was Besseres einfallen, oder? Oder? Deswegen wäre jetzt eigentlich, und zwar sofort, die Zeit, dass man sagt, wenn einmal die gesetzlichen Pensionsantrittsaltergrenzen für die Frauen an die Männer herangeführt werden, dass man dann, wenn das passiert ist, über eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters sprechen, dass wir da Richtung 67 Jahre kommen. Also das ist ungefähr so sinnvoll, wie wenn man eine neue Gefriertruhe kauft, wenn man gerade Hunger hat. Wenn wir das gesetzliche Pensionsantrittsalter jetzt erhöhen, dann wirkt das am Sankt-Nimmerleins-Tag. Die nächsten 10, 15 Jahre spart das keinen einzigen Cent. Und schon jetzt schaffen es viele Menschen ja nicht, bis zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter im Beruf zu bleiben, weil die Unternehmen Ältere nicht mehr einstellen, weil jede dritte Frau und jeder vierte Mann nicht aus dem Job in die Pension geht, sondern aus der Arbeitslosigkeit oder aus dem Krankenstand, weil sie schon zu krank sind zum Arbeiten. Kurz vor dem Pensionsantritt ist die Arbeitslosigkeit deshalb viel höher als in jeder anderen Altersgruppe. Da gibt es also viele schlaue und bessere Ideen. Zum Beispiel, bevor wir den Leuten komplett aussichtslos sagen, dass sie bis 70 arbeiten müssen, schauen wir doch erst einmal drauf, dass sie bis 65 arbeiten können. Und wenn wir das schaffen, wenn wir das faktische Pensionsantrittsalter erhöhen, also so, dass wirklich alle bis 65 arbeiten können, dann bringt uns das bis 2035 57 Milliarden Euro, aufsummiert an Einsparungen im Budget. Andere Idee, tun wir doch endlich auf der Einnahmenseite das, was längst überfällig ist. Als eines von ganz wenigen Ländern besteuern wir hierzulande Erbschaften nicht. Dabei wissen wir, dass in den kommenden Jahren immer mehr vererbt werden wird. 2050 wird es doppelt so viel sein wie heute, weil die Babyboomer ins erblassende Alter kommen, die reichste Generation, die es je gab, und die kinderärmste. Das Geld sammelt sich also in immer größeren Klumpen bei immer weniger Menschen. Je nach Steuermodell könnte eine Steuer auf dieses exzessive Vermögen bis zu 1,8 Milliarden Euro in die Staatskasse spülen. Gar nicht schlecht, oder? Ich bin bei der Erbschaftssteuer deswegen skeptisch, weil wenn man sie realistisch ausgestaltet, dann bringt sie, wenn wir das deutsche System übernehmen, bringt das 1,3 Milliarden Euro oder so. Ja, das ist nicht viel Geld. 1,4 Milliarden Euro, nicht viel Geld? Zum Vergleich, das ist 400 Millionen Euro mehr, als wir jedes Jahr für die gesamte Mindestsicherung in Österreich ausgeben. Aber der Direktor des Instituts für Wirtschaftsforschung sagt allen Ernstes: Das reicht uns noch nicht!
Na gut, dann eine andere Idee. Höhere Steuern auf die Gewinne von Konzernen. Für Corona-Querelen und explodierende Energiepreise haben Unternehmen vom Staat Milliarden bekommen. Ganz viel Steuergeld ist da aber an Konzerne gegangen, die eigentlich trotz Krisen fette Gewinne gemacht haben. Auch deshalb läuft unser Budget aus dem Ruder. Zeit, wieder etwas zurückzugeben an die Gemeinschaft. In Österreich zahlen große Unternehmen auf ihre Gewinne nur 23% Steuer. Theoretisch. In der Praxis ist es oft sogar noch weniger. Zum Vergleich, in Deutschland sind es fast 30%. Andere Nachbarländer erhöhen gerade die Gewinnsteuern, etwa Slowenien oder die Slowakei oder auch Großbritannien. Und wir in Österreich? Die scheidende Regierung hat die Körperschaftssteuer, also die Steuer, die große Konzerne auf ihre Gewinne zahlen, gerade erst von 25% auf 23% gesenkt. Allein das kostet uns jedes Jahr 1,2 Milliarden Euro. Erhöhen wir wieder? Etwa auf das Niveau Deutschlands sind noch einmal knapp 3 Milliarden Euro drin. Da würde dann vielleicht sogar der Herr Felbermayr sagen,